Von der Bezirksliga Süd in die Landesliga Mitte und das mit einem 10-Punkte-Respekt-Vorsprung auf den zweiten. Den Meister bejubelte Neumarkt dabei mehr als einmal. Großer Schlusspunkt war die Feier auf dem Sportplatz mit der feierlichen Übergabe der Medaillen. Im Grunde genommen waren wir über die ganze Saison hinweg die beste Mannschaft und einfach die kompakteste Mannschaft. Waren schon Rüdenherhofen, da kommen die Profis und das ist einfach kein richtiges Team, nicht in meinen Augen. Und wir waren in Hinsicht wirklich einfach die beste Mannschaft. Es geht einfach bergauf mit dem SV Ritterbräu Neumarkt aus einem besonderen Grund, weil man wieder sich der Wurzeln des Sports bedient. Also sprich, man muss den Nachwuchs in einem besonderen Maß fördern und das geschieht. Und das ist letztendlich in zweierlei Art und Weise wichtig. Nicht nur, dass die jungen Leute von der Straße weg sind, sie kommen auch oder werden auch einem ordentlichen Sport zugeführt, lernen dort kampfmannschaftsmäßig, also zu trainieren, lernen aber auch Freundschaften zu pflegen, was sehr wichtig ist in der heutigen Zeit. Der Aufstieg kam selbst für den Verein überraschend, aber einen Durchmarsch in die Oberösterreich-Liga wird es nicht geben. Jetzt wollen wir uns einmal der Landesliga beweisen, einmal schauen, da wird trotzdem wieder besser Fußball gespielt, schneller Fußball gespielt und wir wollen auch nicht unsere Fußballer, die von dem Ort sind und schon lange da spielen, verlieren, sondern dass wir die auch mit integrieren. Wir haben einen sehr guten Nachwuchs. In ein paar Jahren haben wir dann wieder junge Spieler, die man vielleicht in die Kampfmannschaft einbinden kann. Und also unser Ziel ist eigentlich, dass wir uns in der Liga mal so etablieren und irgendwann vielleicht, wer weiß es, mal anklopfen wollen. Aber das ist weit, weit weg, muss ich ehrlich sagen. Mit dabei waren auch die beiden Sponsoren IPZ und Ritterbräu, die den Verein nach wie vor tatkräftig unterstützen werden. Wir sind mit Sicherheit weiterhin Sponsor. Wir haben vor 14 Tagen einen neuen Vertrag gestaltet. Und der Vertrag geht also nicht nur über ein Jahr, sondern geht über 3 Jahre, wo wir also mit dem SV Ritterbräu vertrauensvoll zusammenarbeiten werden. Es muss nicht immer nur der Spitzensport sein, es soll auch der regionale Sport nicht zu kurz kommen. Und daher haben wir uns entschlossen, auch 2 Fußballvereine im Bezirk Christkirchen hier zu unterstützen. Und das hat sich jetzt ergeben, da wo ich wohne, den SV Ritterbräu Neumarkt und den SV Böttinger Christkirchen. Und in der Zwischenzeit ist auch zwischen den beiden Vereinen eine gute Kooperation entstanden. Wie Sie ja wissen, spielen ja Christkirchener Spieler auch teilweise als Leihgabe hier, um sich weiterzuentwickeln. Und der Aufstieg von SV Ritterbräu Neumarkt ist natürlich in dieser Weise sehr gut, weil in der Landesliga wird natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller Fußball gespielt. Wichtigste Standbein eines jeden Vereins ist der Nachwuchs. Der wird in Neumarkt stark forciert. Bis die Arbeit aber Früchte tragen wird, dauert es noch einige Jahre. Ja, wir haben zurzeit 5 Nachwuchsmannschaften in Neumarkt. Wir sind bestrebt, im Sommer eine 6. zu installieren. Also wir gehen nur weiter runter. Wir fangen mit einer U5 im Herbst an, um einfach wirklich alle Kinder, die am Fußball interessiert sind, aufzusagen und zusammenzubekommen. Wobei das dann bei den ganz Kleinen nicht Fußball heißt, sondern das heißt Sport mit Ball oder halt also irgendwo die Angewöhnung an das Ballspiel. Der SV Ritterbräu Neumarkt ab 11. August in der Landesliga West.